Hallo und herzlich willkommen bei Sun Enterprises. Mein Name ist Zara und heute zeige ich euch, wie wir Dafür benötigen wir nur natürlich 2 mm dickes Leder, heute in schwarz, eine Schere, einen solchen Ring, Anhänger, wie wir sie möchten. Wir haben heute eine Krone und 2 Flügel, solche Spiralringe, einen Verschluss für das Leder und Kleber zum Kleben. Als erstes werden wir nun das Leder abmessen. Wir legen es dazu unseren Hals und schauen, wie lang wir die Kette haben möchten. An der gewünschten Stelle schneiden wir es dann ab. Wir nehmen unser Lederarmband und nehmen es doppelt. Dann nehmen wir den Ring, führen das Leder durch den Ring und ziehen das Leder einmal durch die kleine Öse und ziehen es fest. Dann legen wir die Kette erstmal beiseite, nehmen unsere Anhänger und die Spiralringe. Wir öffnen den Ring leicht mit unserem Nagel, nehmen den Stein und führen den Ring um den Hänger. Dasselbe machen wir nun auch mit den anderen Steinen. Nun, nachdem wir die Ringe an alle 3 Charms dran gemacht haben, müssen wir sie noch an diesen Ring befestigen. Genau wie beim Befestigen an den Charm öffnen wir den Ring wieder und führen ihn an diesen Ring. Nun haben wir eine wunderschöne Kette soweit. Es fehlt nur noch der Verschluss. Dafür nehmen wir unseren 2,8 mm Verschluss, nehmen etwas Kleber, machen den Kleber ein bisschen an das Leder, nicht so viel, nehmen das eine Ende und führen es in den Verschluss. Und nun tun wir dasselbe mit dem anderen Ende. Nun müssen wir es nur noch trocknen lassen. Ach, wie herrlich! Unsere Kette ist nun fertig. Und sie sieht klasse aus, nicht wahr? Natürlich können wir solche Charms auch mit anderen Funktionen herstellen. Und zwar mit einem Karabinerhaken. Dadurch lässt es sich einfacher entfernen und dann andere Dinge, wie zum Beispiel Armbänder, machen. Gut, aber soweit nun. Unsere Kette ist fertig. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen.